Willkommen im Tresor im Bank Austria Kunstforum Wien zur Ausstellung Der Tod und das Mädchen. Die Ausstellung beschäftigt sich mit jungen, aktuellen ukrainischen Positionen. Wir haben 4 Künstlerinnen eingeladen, ihre Arbeiten zum Thema Krieg in der Ukraine und welche Einflüsse das sowohl auf die Gesellschaft dort, aber auch welche Einflüsse das auf unsere Gesellschaft in der gesamten EU hat. Wir zeigen zum Teil ganz aktuell entstandene Werke, die also wirklich ein paar Monate alt sind. Und zum Teil zeigen wir aber auch Arbeiten, die 1-2 Jahre alt sind, die auch auf den Krieg, der schon seit 2014 in der Ukraine stattfindet, der bei uns leider etwas in Vergessenheit geraten ist, Auswirkungen darauf reflektiert. Ausgehend vom Titel der Ausstellung, Der Tod und das Mädchen, der zweierlei Referenzpunkte hat, einmal ein Bild von Egon Schiele, das 1915 entstanden ist und seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg reflektiert, das hier in Wien im Belvedere hängt, und von einem Buch von Elfriede Jelinek, deren Thema ja immer die weibliche Subjektivität in einer patriarchalen Gesellschaft ist, dreht es sich in dieser Ausstellung um eine ganz neue Sensibilität zu Themen wie die Nähe von Leben und Tod, die Fragilität des Körpers, was natürlich in Zeiten wie diesen eine ganz andere und ganz neue Bedeutung letztendlich gewinnt. So when you come to see the show, you see 4 very different artistic positions, also in terms of media. We have painting, we have photography, sculpture, film, embroidery, installation. And I think this variety of mediums also reflects, of course, the variety of themes presented here. So 4 artists, 4 female artists, talk about very different aspects of their life, of their practice, of their new vision. And this vision is, of course, it refers to this very special, very painful experience in living in the country which is now at war, but also more generally it speaks, I think, of this new sensibility, new vision for the European or international society at large, because obviously we are now, we as a international society, as a people all around the world, we're of course going through a very turbulent time, and the war in Ukraine is a part of that. So I think this show, what makes it interesting, it's not just about Ukraine, although it is very much about Ukraine, and I'm happy that there is a chance to present Ukrainian artists to an amazing audience of Kunstforum Wien, but also I think this exhibition speaks about so many other different things which will refer and which will speak privately, directly to people of different age, experience, nationality, and this is exactly what makes this show amazing, interesting, and I hope everyone will really enjoy it and learn something new from it. Polynesia, this word that meaning bread, and this word was symbol in the beginning of the war because Russian people can't pronounce this word correctly. It was a password that we can found invaders. And we had the tradition of the welcoming that when an important guest coming to home, we have welcome bread on the towel that welcoming people. And this bread is war bread. It's bread that's not possible to eat, and it's absolutely natural stone, looks as a bread. We just cut it and polish it slices. It's unique natural pieces. Also ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit hatte, im Tresor, im Bank Austria Kunstforum Wien, ein solches Projekt zu ermöglichen, da ich es sehr wichtig finde, gerade angesichts des Krieges, auch die Bedeutung von Kunst zu zeigen, weil Kunst ist in dem Fall wirklich ein Zeichen von Identität
und natürlich auch ein Zeichen von Widerstand. Und auch nach Gesprächen mit den ukrainischen Kolleginnen und auch Künstlerinnen ist ihnen eben auch wirklich ganz wichtig, dass sie ihre Stimmen zeigen können. Und natürlich ist, denke ich, der Tresor hier eine sehr gute Möglichkeit dafür.